Wir wollen jetzt abschließend noch ein bisschen was sagen zu Hypothesentests. So rein die Rechnung ist jetzt nicht so richtig schwer, zumindest wenn man das mit den Intervallschätzer verstanden hat. Aber was ist eigentlich die Situation und was ist zu beachten? In der Rechentechnik, finde ich, kann man nicht so richtig viel falsch machen. Aber im Doing und im Verständnis von dem Ganzen kann man natürlich sehr, sehr viel falsch machen. Und die Statistik wird schon häufig angewendet. Und zwar falsch angewendet, sodass man dann irgendeinen Unsinn am Schluss angeblich herausgefunden hat. Also sprich, der das macht, versteht gar nicht, was er eigentlich macht. Und das ist eigentlich schlecht. Und deshalb wollen wir jetzt hier nochmal über diese Dinge sprechen, so übers Umfeld, wie sich das dann einpasst. Gut, ich habe jetzt 7 Punkte aufgeschrieben. Wir werden uns unterhalten, wie wählt man H0 und H1, ja, vor allem wie rum. Das haben wir schon ein paar Mal auch angesprochen natürlich, also zum Teil auch eine Wiederholung. Welche Schlüsse sind eigentlich dann am Schluss erlaubt? Welche sind richtig, welche sind falsch? Auch das haben wir zum Teil schon so ein bisschen angesprochen natürlich. Dann vielleicht nochmal, was ist jetzt genau die Irrtumswahrscheinlichkeit beim Hypothesentest? Das ist was anderes als die Irrtumswahrscheinlichkeit beim Intervallschätzer. Viertens haben wir auch bei den Intervallschätzer schon mal angesprochen, die Unabhängigkeit der Beobachtungswerte, die vergisst man gerne so ein bisschen, auch in meine Videos davor, habe ich da glaube ich gar nicht viel dazu gesagt, aber das ist eine essentielle Voraussetzung, im Skript steht es auch, die Unabhängigkeit, sonst ist eigentlich alles Murks. Fünf, wie sieht es aus mit so einem Würfel, wie kann man den als unfair entlaufen und wenn man lang genug würfelt, schauen wir uns an, ist vielleicht sogar jeder Würfel dieser Welt ein bewiesenermaßen unfairer Würfel. Dann sechstens, man sollte bei dem Vorgehen, wenn man statistischen Hypothesentest macht, eben Folgendes. Also vielleicht haben Sie ja eine Erhebung, 50.000 Leute in Europa wurden befragt zu allem Möglichen, ja, zum Olivenölkonsum, zum Sport, wie viel Sport sie machen, was sie sonst essen, ob sie Vegetarier sind oder nicht. Und dann auch Gesundheitsdaten eben, welche Krankheiten sie haben oder eben nicht gehabt haben die letzten 10 Jahre. Und dann ist klar, dann kann man versuchen, da Hypothesen rauszulesen. Also beispielsweise fällt einem möglicherweise auf, dass Leute, die Olivenöl konsumieren, tendenziell älter werden. Okay, das wäre dann eine Hypothese. Und jetzt eben wird nicht selten Folgendes gemacht. Aus den Daten, die vorliegen, destilliert man Hypothesen und beweist die Hypothesen dann direkt mit dem vorliegenden Datenmaterial. Aber da fehlt ein Schritt und der sollte gemacht werden. Der ist halt dummerweise sehr aufwendig. Deshalb hat man da keine Lust. Ja, das kostet ja dann wieder zusätzlich Geld. Man darf nicht Zusammenhänge aus Daten herauslesen und dann Hypothesentests benutzen, um diese Zusammenhänge direkt zu beweisen, sondern man muss einen neuen Datensatz erheben. Stellen Sie sich vor, einfach, Sie haben 10.000 Spalten, da steht wie viel Olivenöl, da steht wie viel Sport, da steht wie viel Rapsöl und da steht, ob man Vegetarier ist oder wie viel Fleisch man isst und dann Gesundheitsdaten und wenn jetzt zwei Spalten hochgradig korrelieren, ja, korrelieren, dann kann man ja sagen, gut, ist ja offensichtlich, dass das zusammenhängt, aber wenn Sie 10.000 Spalten haben und alle möglichen Kombinationen bilden, dann ist rein statistisch völlig logisch, dass es ein paar Spalten gibt, die hochgradig korrelieren und ist aber ein reiner Zufallseffekt. Und deshalb, also es kann ein reiner Zufallseffekt sein. Und deshalb müssen Sie einen neuen Datensatz erheben, wo Sie dann eben nur nochmal das betrachten, diesen möglichen Zusammenhang. Und wenn der sich dann dort bestätigt, dann haben Sie Ihre Hypothese bewiesen. Aber es ist eben was ganz anderes, Hypothesen aufzustellen und Hypothesen zu beweisen.
rein von der Rechnung sieht es dann tipptopp aus, wenn man diesen Schritt auslässt, aber er ist dann falsch. Dann sollte man, bevor man die Stichprobe erhebt, natürlich überlegen, was man eigentlich beweisen will und es nicht andersrum machen. Das sehen wir auch noch ein Beispiel. Die Irrtumswahrscheinlichkeit festlegen ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man erst rechnet und dann sich überlegt, soll ich 1% oder 5% nehmen, dann entscheidet sich ja darüber möglicherweise, ob wir H0 akzeptieren oder ablehnen, und dann bescheißt man sich ja quasi selber. Und der Stichprobenumfang, den sollte man festlegen. Gut, ist jetzt nicht ganz so wichtig, wenn man gedacht hat, man fragt 100 Leute und man kriegt dann nur 80 Rücksendungen. Dann meinetwegen hat man halt nur 80, aber man sollte halt nicht würfeln und dann nach 100 Mal sagen, Mensch, das war jetzt aber auffällig, jetzt höre ich einfach auf, weil das sagt ja schon alles. Das sollte man nicht machen, sondern wenn Sie würfeln, müssen Sie überlegen, würfle 100 oder 200 oder 800 oder 10.000 Mal, und dann sollten Sie das gemäß Ihrem Vorsatz auch durchführen und nicht gemäß den Beobachtungswerten dann die Sache anpassen. Das war jetzt einfach ein Überblick, und wir gehen noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Das zeige ich Ihnen dann aber anhand von meinem Skript. Da möchte ich nicht so viel hier aufschreiben, sonst muss ich einfach das alles nochmal schreiben, aber steht ja im Skript. Also schauen wir jetzt zusammen in das Skript rein. Gut, schauen wir jetzt mal zusammen in mein Skript. Da können Sie das dann alles auch nochmal nachlesen natürlich, aber gehen wir es mal zusammen durch. Was sind die Schlussfolgerungen beim Hypothesentest? Das wird gerne durcheinander gebracht. Ist jetzt irgendwas bewiesen? Ist jetzt irgendwas widerlegt? Spricht jetzt nichts gegen das? Oder was ist es? Es ist eben grundsätzlich nicht symmetrisch. Die H0 und H1 sind nicht symmetrisch. Also sprich, wenn es für H0 ausgeht, sind andere Schlussfolgerungen fällig, als wenn es für H1 ausgeht. Und zwar in dem Sinne, das eine Mal ist was bewiesen, wenn es nämlich für H1, wenn man sich für H1 entscheidet, und wenn man sich für H0 entscheidet, ist nichts bewiesen. Ja? Das ist also überraschend wahrscheinlich, wenn man das erste Mal sich mit Hypothesentests befasst, aber so ist es eben. Die Nullhypothese ist das, was man glaubt, bevor es nicht eindeutige Beweise gibt. Eine Gerichtsverhandlung, wenn Sie dort freigesprochen werden, können Sie zwar behaupten, man hätte Ihre Unschuld bewiesen, aber wer sich auskennt, weiß, dass es nicht der Fall ist. Wenn Sie bei der Gerichtsverhandlung also freigesprochen werden, dann hat das Gericht festgestellt, für eine Verurteilung reicht es nicht. Und wenn es Indizien dafür und dagegen gibt und ein bisschen mehr dafür, dass sie schuldig sind, als dagegen, dann wird man sie trotzdem freisprechen. Und genau so ist es beim Hypothesentest. Sprechen wir mal drüber. Beispiel 1.1. Jemand möchte beweisen, dass der Rauchanteil in Deutschland bei über 25% liegt für die Bevölkerungsgruppe 16 bis 70. Und wie kann er das beweisen? Indem er eben eine Stichprobe zieht, und jetzt überlegt er sich, wie rum setzt er H0 und H1. Und das eine Mal sagt er, der Anteil ist unter 25% und die gegenteilige Hypothese ist über 25%. Für den Laien sieht es erstmal so aus, dass es völlig egal ist, ob sie die Zeile zu H0 machen und die zu H1, oder ob sie es eben genau umgekehrt machen, und es ist nicht egal. Warum? Das, was Sie beweisen wollen, müssen Sie zu H1 machen. Wenn ich beweisen will, dass ich über 25 der Rauchanteil liegt, dann muss H1 das widerspiegeln. Dann würden Sie was machen? Signifikanzniveau wählen, 5% zum Beispiel. Sie würden sich entscheiden, ich nehme 1000 Stichprobenumfang. Und dann könnten Sie in diesem Szenario tatsächlich sogar schon den Zufallsstreu bei euch berechnen. Das ist auch egal, ob Sie ihn vorher berechnen oder nicht. Und wenn Sie das tun mit den Zahlen, dann kommt raus, der Zufallsstreubereich ist 0 bis 0,2725. Das heißt, in der Stichprobe brauchen Sie mehr als 27,25% Raucher, um beweisen zu können, dass in der Bevölkerung der Raucheranteil über 25% ist. Also Sie müssen ein ganzes Stück drüber liegen, sonst sind die Beweise nicht ausreichend. Jetzt ziehen Sie Ihre Stichprobe, und jetzt nehmen wir mal an, Sie landen bei 29%. Also 290 Leute
waren in der Umfrage Raucher und die Umfrage war tipptopp, keine Fehler gemacht. Ja. Nicht nur in der Fußgängerpassage vor einem Kaufhaus gefragt, sondern wirklich versucht, die Bevölkerung gut abzubilden in ihrer Stichprobe. Und jetzt sind 290 Raucher da drin und was wäre jetzt, was würde passieren? Sie lehnen H0 ab, sie sind außerhalb vom Zufallstreubereich, lehnen H0 ab und jetzt ist H1 bewiesen. Ja? Es ist statistisch bewiesen, dass der Rauchanteil in Deutschland bei über 25% liegt. Und der Satz macht sich ganz gut. In der Stichprobe vom Umfang 1000 lag der Stichprobenanteil sogar bei 29%, was dann statistisch signifikant ist. Nehmen wir an, diese Umfrage wäre anders ausgegangen. Also wir machen jetzt nicht eine zweite Umfrage oder analysieren nochmal die erste, sondern die erste Umfrage mit den 1000 Leuten, da waren nicht 290 Raucher, sondern wir nehmen an, es waren 270 Raucher drin. 270 Raucher bedeutet, wir sind im Zufallstreubereich und das bedeutet, wir akzeptieren H0. Jetzt schauen Sie sich es nochmal an. H0 ist der Bevölkerungs, also Anteil in der Bevölkerung ist unter 25%. Unsere Stichprobe liegt klar über 25%, aber eben nicht klar genug. Und das bedeutet, die Schlussfolgerung lautet dann, es konnte nicht statistisch signifikant bewiesen werden, dass der Rauchanteil bei über 25% liegt. Zwar war in der Stichprobe der Rauchanteil bei 27% und damit drüber, aber das reicht als statistischer Beweis nicht aus. Die 27% könnten auch ein Zufallseffekt der Stichprobe gewesen sein. Es ist eben so, dass wenn der wahre Anteil 25% beträgt, dann braucht man keinen allzu kleinen Zufall. Jetzt dritte Szenario. Wir haben 1000 Leute befragt und es waren 240 Menschen Raucher in der Stichprobe. Jetzt ist klar, man entscheidet sich für H0, weil wir im Zufallstreubereich drin sind. Und jetzt lautet das Fazit wie? Es konnte nicht statistisch signifikant bewiesen werden, dass der Rauchanteil über 25% liegt. Natürlich nicht. Ja. Wenn der Stichprobenanteil unter 25% liegt, dann ist es ja gar keine Frage, dass das kein Beweis ist für über 25%. Und im Gegenteil, dürfte man dann gerne noch in den Fazitsatz schreiben, im Gegenteil, der Stichprobenanteil lag bei 24% und somit blieb der Nachweis, dass es über 25% sind, definitiv aus. Durchdenken Sie das, verstehen Sie das und dann hätten wir das erste Beispiel abgehakt. Kommen wir zum zweiten Beispiel, das ist nochmal sehr, sehr, sehr ähnlich, aber diesmal ist es ein bisschen anders, die Fragestellung, aber nur ein ganz kleines bisschen. Jemand sagt, der Schnitt liegt bei unter 25% und Sie sagen, dem weise ich nach, dass er Unsinn redet. Ja? Das ist ein bisschen was anderes, jemand nachzuweisen, dass er Unsinn redet, als das Gegenteil zu beweisen, aber es hängt natürlich sehr eng zusammen. Jetzt wird man wieder was zur Alternative machen. Natürlich, ich will ihn widerlegen. Also H1 ist die Widerlegungshypothese. Das ist alles gleich. Es gibt den gleichen Zufallstreubereich. Einzig der Satz am Ende, den würde man anders formulieren, weil ja auch die Fragestellung ein bisschen anders war. Nehmen wir an, wir sind bei 29% und dann würde man sagen, es ist widerlegt, bewiesen, widerlegt, dass der Rauchanteil in Deutschland bei unter 25% liegt. Das ist eine unhaltbare Behauptung. Und wir haben in einer Stichprobe eben 29% gehabt und das ist statistisch äußerst signifikant, das ist klar drüber. Dann, wie wäre es bei 27%? Da würden wir sagen, mischt. Es spricht nichts gegen die Annahme, dass der Rauchanteil in Deutschland bei unter 25% liegt. Zwar war es eine Stichprobe drüber, aber das ist statistisch vereinbar mit einem Bevölkerungsanteil von unter 25%. Hier bitte genau nachdenken, es gibt einen Stichprobenanteil und es gibt einen Bevölkerungsanteil. Wir wollen etwas herausfinden über den Bevölkerungsanteil. Dazu studieren wir den Stichprobenanteil. Und jetzt ist eben die Frage, ist das ein Beweis, der Stichprobenanteil für den Bevölkerungsanteil oder nicht? Und in dem Fall eben nicht. Wenn ich
den Stichprobenanteil nur 24% habe, dann ist klar, dass es mir nicht gelungen ist, irgendwas zu widerlegen. Es spricht nichts gegen die Annahme, jetzt muss ich eingestehen, ja. Es spricht nichts gegen die Annahme, obwohl ich eigentlich anders dachte. Und der Stichprobenanteil war 24%, was die These von unter 25% natürlich stützt. Ja? Selbstverständlich stützt es die These und dann muss ich das eben so formulieren. Jetzt ein zweites Beispiel, wieder bitte genau durchlesen. Wenn man das nur so im Halbschlaf wahrnimmt, dann nehmen Sie nichts mit. Jemand will beweisen, dass der Frauendurchschnitt in Deutschland bei den 20- bis 30-Jährigen, kleiner Schreibfehler, 1,67 beträgt. 1,67 möchte ich beweisen. Und nehmen wir an, wir wüssten schon vorher, die Standardabweichung ist so knapp 7 cm, 6,9. Und jetzt haben wir ein kleines Dilemma. Sie möchten beweisen, dass der Schnitt 1,67 ist, aber wenn Sie in den Abschnitt schauen, dann gibt es kein Szenario für H1. Der Schnitt ist gleich 167. Das, was man beweisen will, muss man zur Alternative machen. Nur diesmal kann man es nicht zur Alternative machen. Also müssen Sie es eben doch so rum machen. Dann würden Sie wieder Stichprobenumfang Irrtumswahrscheinlichkeit wählen. Sie könnten hier wieder vorab den Zufallsstreubereich ausrechnen. Und jetzt spielen wir wieder ein paar Szenarien durch. Wir erheben die Stichprobe und nehmen wir an, der Stichprobendurchschnitt ist 169 cm. Ich wollte beweisen, dass der Schnitt 167 ist. Ich bin außerhalb vom Zufallsstreubereich. Jetzt ist H1 bewiesen. Das heißt, es ist bewiesen, dass ich mich geirrt habe und es nie wieder behaupten darf. Es ist statistisch bewiesen, dass er eben nicht 167 beträgt. Es ist falsch. Das war Szenario 1. Nehmen wir an, in unserer Stichprobe war der Schnitt 1,67,2. Dann schauen wir hier hoch in den Zufallstreubereich, da sind wir drin. Die 1,67,2 dürfen wir als Beleg werten, dass eben die 1,67 richtig sind. Trotzdem müssen wir das Fazit ein bisschen defensiv formulieren. Echt spricht nichts gegen die Annahme, dass der Frauendurchschnitt bei 1,67 liegt. Ich habe definitiv den Satz, der ist definitiv nicht erlaubt. Es ist bewiesen, dass der Durchschnitt 1,67 beträgt. Das habe ich nicht bewiesen, aber ich habe was anderes geschafft, was ein bisschen schwächer ist. Es spricht nichts dagegen. Es ist wunderbar. Ich darf das als meine Stichprobe, als Bestätigung werten, was ich da vorab vermutet habe. Also, ein bisschen aufpassen, in dieser Situation ist nichts bewiesen, obwohl ja die Frage möglicherweise lautet, kann man bewiesenermaßen davon ausgehen. Jetzt damit direkt zusammenhängt eben was? Die Frage, wie man H0 und H1 wählt. Ja? Also, weil eben die Aussagen bei H1 viel stärker sind, ja, also wenn man sich für H1 entscheidet, dann sind sie eben viel stärker. Und deshalb muss man das, was man beweisen will, zur Alternative machen. Hier gibt es eine Aufgabe, die finden Sie in meinem Skript. Im Skript gibt es dann auch eine Lösung dazu. Und gerne hier nochmal üben, was ist H1, was ist H0, je nach Fragestellung eben. Das wird hier geübt. Damit haben wir die Frage 1 und die Frage 2. Jetzt, was ist die Irrtumswahrscheinlichkeit eigentlich? Naja, beim Konfidenzintervall ist die Irrtumswahrscheinlichkeit etwas, aber beim Hypothesentest ist sie etwas anderes. Das ist nicht die Wahrscheinlichkeit, mit der die Schlussfolgerung richtig ist, sondern es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, die bei richtiger Nullhypothese zuschlagen kann und dann lehne ich die irrtümlich ab. Das ist unbefriedigend, ja. Sie wissen ja nicht, ob H0 richtig ist oder falsch ist und das heißt, Sie wissen eben nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit es jetzt irgendwie gut oder schlecht gegangen ist. Es ist einfach nur, naja, wenn die Nullhypothese richtig ist, dann gibt es eine Alpha-Prozent-Chance, dass ich die irrtümlich ablehne. Fertig aus, nicht mehr und nicht weniger, also es ist ja wenig eigentlich. Schauen wir mal nochmal hier hoch für dieses Beispiel. Also, wenn das H0 ist, P kleiner gleich 0,25, P größer 0,25,
Die Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha ist, wenn die 5% ist, falls der Bevölkerungsdurchschnitt genau 25% ist, dann ist Alpha 5%, die Wahrscheinlichkeit ist 5%, dass ich mich irrtümlich für H1 entscheide. Aber ich weiß es ja nicht. Ja? Niemand weiß es, außer er hat alle Deutschen gefragt. Dann eine kleine Bemerkung, Sie müssen sich überlegen, wollen Sie gleich versus ungleich testen oder wollen Sie kleiner gleich versus größer testen? Das muss man überlegen. Wenn jemand sich nachweisen will, dass Rauchen das Leben verkürzt, dann werden Sie testen Lebenserwartung Raucher kleiner gleich durchschnittliches Lebens, sonstiges Lebenserwartung versus das andere. Aber wie rum? Sie wollen beweisen, dass Rauchen das Leben verkürzt, dann müssen Sie sagen, H0 ist Rauchen verlängert das Leben und H1 ist Rauchen verkürzt das Leben. Ja, auch ein bisschen lustig. Dann wichtig, jetzt kommen wir zur Frage 4. Die Unabhängigkeit Ihrer Beobachtungswerte, das ist eine essentielle Voraussetzung. Und hier zeige ich Ihnen ein kleines Beispiel. Und zwar dieses, das ist aus einer Klausur, die ich gefunden habe, tatsächlich die Aufgabe gewesen, aber da bin ich gar nicht einverstanden mit dieser Aufgabe. Herr K. hat einen Sommerurlaub gebucht und es hieß im Katalog mindestens 8 Stunden. Jetzt war er 14 Tage dort und er hat diese Zahlen aufgenommen und Sie sehen, die sind schon tendenziell klar unter 8 Stunden. Ja, hier sind nur 3 Stück also drüber und alle anderen sind doch deutlich drunter. Widerlegen diese Werte die Angaben aus dem Katalog des Reiseveranstalters? Führen Sie einen geeigneten Test durch. Kein Wort davon, dass das eine schlechte Fragestellung sein könnte. Es ist aber eine schlechte Fragestellung. Warum? Weil 14 Tage im Urlaub definitiv 14 zusammenhängende Tage sind. Und die Sonnenscheindauer des heutigen Tages ist eben doch korreliert mit der Sonnenscheindauer des morgigen Tages. Das ist nicht unabhängig voneinander. Wenn heute die Sonne scheint, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen auch tut, deutlich höher, als wenn es heute regnet. Bedingte Wahrscheinlichkeit. Gegeben heute schönes Wetter, die Wahrscheinlichkeit morgen auch schönes Wetter ist eine größere Zahl als gegeben heute schlechtes Wetter. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass morgen gutes Wetter ist? Das ist eben nicht gleich. Und weil es nicht gleich ist, ist es nicht unabhängig. Und weil es nicht unabhängig ist, ist eine essentielle Voraussetzung verletzt. Es gibt Großwetterlagen und das Wetter ändert sich nicht von heute auf morgen. Und deshalb ist diese Aufgabe Unsinn. Und wenn ich diese Aufgabe stellen würde in der Klausur, müssten Sie schreiben, ich rechne es dir zwar aus, aber die Frage ist schlecht, dann würden Sie die volle Punktzahl bekommen. Wir stellen keine Fangfragen, zumindest nicht mit Absicht. Aber in dem Fall wurde sie von jemand anderem gestellt und ich würde sagen, Sie hätten schreiben sollen, dass das so nicht bearbeitbar ist. Sie können alles Mögliche ausrechnen, aber ob das jetzt sinnvoll ist, das ist nochmal eine andere Frage. Jetzt kommen wir noch zum Würfeln, die Frage 7. Also, stellen Sie sich vor, darüber haben wir im Video gesprochen, ein Würfel würfelt in einem Sechstel der Fälle eine 5. Ich wollte hier eine 5 nehmen, weil 6 und Sechstel, dann kommen wir durcheinander. Didaktisch vielleicht cleverer, über die 5 zu sprechen. Ein Würfel würfelt in einem Sechstel der Fälle eine 5 versus er tut es nicht. H0 und H1 so gewählt. Wenn wir jetzt die Irrtumswahrscheinlichkeit, zum Beispiel 5%, setzen, und wir haben 200 Mal gewürfelt und es kam 40 Mal eine 5. Das entspricht einem Anteil von 20%. Also der Zufallsstreubereich in der Situation, wenn Sie es nachrechnen, tun Sie das doch, ist dieses Intervall und in dem Fall würde der Stichprobenanteil von 20% in diesem Intervall liegen und wir würden sagen, es spricht nichts dagegen, dass der Würfel fair ist. Kein Mensch darf behaupten, der Würfel sei unfair auf Basis dieser Stichprobe. Das wurde eben
spricht gar nichts dagegen. Ja? Das wäre die Schlussfolgerung. Obwohl, ja, der Stichprobenanteil mit 20%, der schon ein ganzes Stück über 16,6% liegt, trotzdem wäre es kein Beweis dafür, dass er unfair wäre. Jetzt drehen wir das wieder zurück. Jemand anderes hat das gemacht, ja, mit einem Würfel, und er hat aber 1000-mal gewürfelt. Wenn Sie für 1000-mal dann den Zufallsstreubereich ausrechnen, dann kommt dieses Intervall raus. Und wenn jetzt in Ihrer 1000er-Stichprobe 200-mal eine 5 gewürfelt wurde, dann würden wir in diesem Fall H0 ablehnen und sagen, der Würfel ist unfair. Dieses Mal reicht ein 20% Stichprobenanteil, um die 16,6% zu widerlegen. Warum? Weil dieses Mal der Stichprobenanteil höher ist. Wenn jetzt jemand 100.000 Mal gewürfelt hat und 20.000 Mal davon kam eine 5, dann sieht es nochmal anders aus. Der Zufallsstreubereich ist in diesem Fall das schmale Intervall um 16,44% bis 16,90%. Und wenn man bei einer 100.000er Stichprobe außerhalb von dem Intervall landet, dann ist der Würfel als unfair entlarvt. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe 20% in der Stichprobe, dann ist der Würfel also sowas von ganz sicher als unfair entlarvt. Ja, also sicherer geht es nicht. Und jetzt wird es eben interessant, wenn Sie das durchdenken. Ja? 20%, der Stichprobenanteil 20%, widerlegt er jetzt die 16,6% oder nicht? Es hängt essentiell am Stichprobenumfang. Das haben wir jetzt verstanden. Dann versuchen wir jetzt das nächste zu verstehen. Wie wichtig ist es denn, ob ein Würfel fair ist oder unfair? Naja, der sollte schon fair sein. Aber wenn ein Würfel die 5 statt mit 16,66% mit 17% macht, dann ist das überhaupt kein Problem für die Praxis. Er würde aber in einer 100.000er Stichprobe trotzdem als unfair wahrscheinlich entlarvt werden. Und das bedeutet, dass man den Stichprobenumfang auch nicht sinnlos groß machen sollte in dieser Situation, weil ja realistisch es gar keinen Würfel geben kann, der wirklich fair ist. Schon allein wegen den Löchern. Ja? Die Löcher machen den ja nicht ganz gleich schwer an alle Stellen. Und deshalb wird es doch logisch sein, dass nicht alle Zahler genau gleich wahrscheinlich kommen. Vielleicht ist irgendeine Kante auch nicht ganz gleich wie die andere und so weiter. Das bedeutet, würfeln Sie auch nicht zu oft, machen Sie sich Gedanken, was ein sinnvoller Stichprobenumfang ist. Das können Sie hier nochmal durchlesen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Punkt 6. Es ist unzulässig, statistisches Material zu studieren, daraus Hypothesen abzuleiten, Olivenöl verlängertes Leben, und dann mit diesem Material einen Hypothesentest machen und sagen, jetzt ist es bewiesen. Warum? Weil es einfach unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt, viele Spalten miteinander zu kombinieren. Und dann ist logisch, dass es auch per Zufall mal zwei Spalten gibt, zum Beispiel Olivenöl und langes Leben. Und dann dürften Sie das nicht mit dem Ursprungsmaterial beweisen, sondern Sie müssten entweder sagen, das ist meine Hypothese, oder aber Sie müssen eine weitere Stichprobe ziehen. Das wird sehr, sehr häufig falsch gemacht. Und es ist auch, ja, auch in unseren Aufgaben manchmal so, dass man nicht so genau weiß, wurde jetzt dieser Grundsatz wirklich beachtet oder wurde er nicht sogar wieder verletzt. Hier auch eine Klausuraufgabe, die ich gefunden habe. 10 Studierende eines Jahrgangs wurden befragt, wie viel Zeit sie pro Woche für das Selbststudium verwenden. Bei der Umfrage ergaben sich 15,8 Stunden. Kann mit diesen Werten die Hypothese nachgewiesen werden, dass die Studierenden mehr als 14 Stunden pro Woche für das Selbststudium verwenden? Wenn ich die Aufgabe lese, dann glaube, also es ist eine Klausuraufgabe, also hat sie jemand erfunden, aber jetzt nehmen wir mal an, sie wäre nicht erfunden, sondern jemand würde berichten, ja, dass das so wirklich passiert ist, dann würde ich sehr skeptisch werden, weil ich vermute, dass zuerst die Umfrage gemacht wurde, dann diese Zahlen ausgerechnet wurden und dann sage ich, dann sieht es ja so aus, dass im Durchschnitt
über 14 Stunden gelernt wird. Ja, beachten Sie auch, ja, der Durchschnitt, das heißt nicht, dass alle Studenten über 14 Stunden, sondern der Durchschnitt liegt dann bei über 14 Stunden. Habe ich das jetzt aus den Zahlen mir so zusammengereimt und dann noch einen Hypothesentest hinterhergeschoben, um dann meine These zu stützen? Falls ja, habe ich das ursprüngliche Material genommen und habe erst anschließend das die H0 und H1 mir überlegt. Ich habe sie eben nicht vorher überlegt, sondern ich habe die Reihenfolge getauscht. Ich habe möglicherweise, wurde hier zuerst das Material studiert und dann die Hypothese formuliert und dann mit dem ursprünglichen Datensatz die Hypothese bewiesen. Ich lese das hier so raus und finde deshalb die Aufgabe nicht besonders gelungen. Ja? Sie müssen die Hypothese nochmal mit extra Daten beweisen oder sagen, naja gut, ist halt eine Hypothese. Jetzt noch hier eine Bemerkung, die sehr, sehr, sehr schlau ist, wenn Sie sich die durchlesen möchten in meinem Skript oder jetzt hier im Video, wenn Sie es lesen können. Das ist sehr, sehr schlau, möchte jetzt aber Ihrem Lesen überlassen und nicht darüber groß sprechen. Hier nochmal zum Schluss, Sie sollten eben was alles vorher festlegen, die Hypothese davor festlegen, die Irrtumswahrscheinlichkeit davor festlegen und den Stichprobenumfang davor festlegen. Sie sollten nicht würfeln und nach 200 Mal sagen, das beweist jetzt, dass der Würfel unfair ist, deshalb höre ich jetzt auf. Das wäre eben unzulässig, sondern wenn Sie sagen, ich habe 500 Mal, möchte ich 500 Mal würfeln, dürfen Sie nach 200 Mal eben nicht aufhören. Und wenn Sie sich vorher nicht überlegt haben, wie oft Sie würfeln wollen, dann ist es sehr gefährlich, nach Gefühl aufzuhören. Sie verändern dann Ihre Irrtum, in Wirklichkeit Ihre Irrtumswahrscheinlichkeiten und haben dann hinterher ein Ergebnis, das ein ganz anderes ist, als Sie glauben, dass es ist. Beachten Sie diese Dinge, die sind alle gar nicht so einfach. Das Rechnen ist eigentlich viel einfacher, aber es gibt einfach unfassbar viele Dinge, die man falsch machen kann bei statistischen Tests und alles wertlos machen. Ja, das ist ein Riesensammelsurium und die Wahrheit ist, es ist direkt schwierig, alles richtig zu machen. Ja, direkt schwierig, aber machen Sie doch einfach trotzdem. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob es sinnvoll ist oder nicht, dann schreiben Sie mir doch eine Mail. Dann sprechen wir mal drüber. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Darüber sollte man eigentlich eine eigene Vorlesung halten. Die könnte dann den Titel haben Statistische Versuchsplanung oder auf Englisch Design of Experiments. Da gibt es viel zu sagen, viel zu beachten. Aber in Wirklichkeit sollte man sich einfach ganz viele Beispiele durchlesen und also wo was schiefgelaufen ist und dann sich die Geschichten merken. Ja? Nicht so irgendwie so eine Mathematik an der Stelle, sondern merken Sie sich 5 oder 10 Geschichten, wo Dinge schiefgelaufen sind und dann führen Sie in Ihrer Situation das sich nochmal vor Augen, bin ich jetzt in einer dieser Geschichten gelandet oder habe ich die alle erfolgreich vermieden.